Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, die Saison ist vorbei. Wie ihr sehen könnt hier, Jewel auf Platz 6, Kubina auf Platz 12, Teamplatzierung auf Platz 5. Eigentlich ziemlich gut, obwohl wir das schlechteste Auto haben und nicht gerade die besten Fahrer. Nichtsdestotrotz geht es diese Saison daran, uns noch näher an den Titel zu bringen, vielleicht sogar den Titel zu holen. Rufus, wer will Rufus nicht haben? Rufus war wirklich stark. Aber neue Fahrer wollte ich eigentlich jetzt nicht holen. Außerdem weiß ich gar nicht. Asienmeisterschaft weiß ich. Rufus. Ich habe gar keine Info über die. Wir sichten die mal, stellen die mal da drauf. Vielleicht ist es relativ gut, wer weiß. Boxenteam, haben wir da eigentlich schon den neuen angefragt oder nicht? Rennmechaniker, Favoriten. Da müssen wir halt 70.000 zahlen. Und wir müssten ihm 122.000 zahlen. Ja, okay. Machen wir mal. Das heißt, wir haben einen neuen Rennmechaniker. Oder eine Rennmechanikerin. So, sie will ein wichtiges Gehalt haben. 93.000, ein langer Vertrag. Das, wir zahlen alles. Kriegen doch ein Handgeld von, sagen wir mal, 1,5 Millionen. Sind wir deutsch wieder minus. Wenn wir Erster werden, kriegt sie eine Prämie. Also die muss man sagen, ist ein bisschen geldgeil, oder? Also 120.000, wenn man ein Rennen gewinnt, bei beiden Werten. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht lehne ich sie sogar von vornherein ab, wenn sie zu viel Geld verdienen will. Die Frage ist, was sagt er? Ach, er will gar nicht bleiben, okay. Weil er vermutlich in Rente geht oder so. Also müssen wir uns sowieso einen neuen Fahrer suchen. So. Nachrichten. Auslaufende Verträge ist er will ja sowieso nicht verlängern. Von daher kann er dann ruhig gehen. Okay, wir könnten auch gegebenenfalls ein bisschen warten, ne? Mit dem ganzen Pipapo. So. Teile. Wir haben natürlich noch ein bisschen Zeit, um ein paar Sachen doch noch einen Tick zu verbessern. Und zwar hier Frontflügel und Aufhängung. Wir werden aber alles andere einbauen. Und wenn wir sehen, wo unser Wagen eigentlich wirklich in der Stärke ist, werden wir alles Illegale einbauen. Und das scheint mir, glaube ich, nicht sehr schwach zu sein. Weil dieses Zeichen heißt immer was Gutes. Ja, 1% nur, wenn der Wagen schlecht sein soll. Ja, sie findet es aber trotzdem immer noch nicht gut, ne? Komischerweise findet sie das Auto nicht gut. Obwohl wir eigentlich schon doch ziemlich viel Kraft da reingestellt haben. Er sagt plus 6, also das Auto ist... Sein Auto sollte definitiv deutlich stark sein. Wir sind Dritter im Motor. Siebter im Getriebe, das haben wir leider nicht ganz geschafft. Das Getriebe, das muss ich was ändern. Ich muss das Getriebe gerne ein bisschen stärker machen noch. 28 Tage kriegen wir nicht ganz hin. Okay, wir machen überall noch ein bisschen. So ein bisschen Leistung überall noch reinpacken. Ist für nächste Saison gar nicht so übel. Bleibt dann. Bremsen sind wir Zweiter, Frontflügel Sechster, Aufhängung Vierter und Heckflügel sogar Erster. Also unser Wagen ist gar nicht mehr so schlecht, wenn man das so betrachtet. Und unseren ersten Titel mit Bodate haben wir auch so, glaube ich, als 5-Jacks Team geholt. Und ich bin, danke sehr, ich bin Manager des Jahres geworden. Fahrer ist Neto geworden, war auch ziemlich stark. Ein Pressebericht veröffentlicht in näheren Umständen, Rücktritt des langjährigen Vorsitzenden. Unser Vorsitzender tritt zurück. Was mache ich denn jetzt? Ist mir total egal. Team. Den kriege ich jetzt als Chef. Ah, hier. Eine Indie. So bitteres Geld, das wäre sehr, sehr nett. 25 Millionen, aber das ist mal ein nettes Preisgeldchen. So, diesmal wir gucken, was wir machen. So, Krüger steigt natürlich wieder auf, Ort steigt ab. Und Team Kirov steigt auf, Schirot steigt ab. Heißt dementsprechend, sind wir irgendwo noch stärker geworden. Ich weiß noch nicht woher, aber wir sind noch mal stärker geworden. Okay, noch ist das Rennen nicht vorbei. So, das ist der Vertrag, dass sie vor der Vorsaison start. Ui.
Und ein Sponsor. Wir werden definitiv nicht so einen guten Sponsor kriegen wie letztes Mal. Dadurch machen wir jetzt sogar schon wieder 124.000 Minus. Das obwohl wir 10 Tage Frist haben, wird das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir nämlich hier keinen Vertragsbruch mehr und bei ihr auch nicht mehr. Aber ansonsten, ich weiß nicht, Rennmechaniker, haben wir noch irgendwelche Rennmechaniker? Ja, Rennmechaniker. Hanan hat Ultraweichreifen, die haben wir ziemlich selten. Und er hat noch Vertrag. Esprit hat natürlich auch ein super Ding, heißt sehr weiche Reifen und doppelte Reparaturgeschwindigkeit. Interessiert sich nicht für uns. Ödland will ja nicht zu uns. Van Dort hätte eigentlich auch einen Kandidaten. Kandidatin, aber die, okay, 4 Sterne wollen meistens nicht zu einem Asia-Team. Sapelli, bitte. Danke. Och Mann, ey. Können wir die auf Erfahrung mal sortieren wieder? GT-Challenger, das ist eigentlich die internationale GT, ist auch viel höher. Ach Mann, ey. Esprit, der will auch nicht zu uns. International wollen die wieso nicht zu uns? Der wollte nicht zu uns, ne? Nee, natürlich. Ist gerade abgestiegen. Boa. Und Boa fährt immer auch da. Sandström. Wären sehr, sehr teure Dings. Sie ist eigentlich die beste Möglichkeit, die wir kriegen können. Mittlere Reifen. Also mittlere Reifen. Also bei ihr hätten wir die sehr weichen Reifen. Und Risikobereitschaft. Bockjob wäre, das wäre natürlich nicht so gut. Aber die Reifen, die sind doch schon gar nicht so übel. Was ist ein Duppi? Was macht der denn so? Duppi hat Motorsport-Experte und Bockjob-Legende. Mhm. Otz hat einmal nachtanken schneller und sparsam. Oh, sparsam. Aber bringt uns auch sehr wenig. GT's Challenge-Serie, Bishop, die müssten wir eigentlich sogar noch kennen. Mittlere Reifen und Risikobereitschaft. Gitano würde nicht wechseln und Ruß gibt, glaube ich, nicht ab bei Medium-Reifen. Ja, haben wir schon geguckt. 4 Sterne hätte sich, okay, das ist World Motorsport, die werden auch nicht wechseln. Matthews, was macht der denn? Tanken und Risikobereitschaft. Ich würde sagen, die wir jetzt hier gerade so ein bisschen haben, die ist gar nicht so übel. Wir gehen zwar ein paar Tage nach vorne in die Vorsaison. Damit, ja, sozusagen die kompletten Verträge ausgelaufen sind und wir normalerweise jetzt ab jetzt keine Zeitstrafen, genau. Keine Strafen mehr zahlen müssten, wenn wir die, ja, aufgeben oder abschieben. Die, den Vertrag. Sagen wir es mal so. Okay, müsste jetzt eigentlich stehen, dass der Vertrag aufgelöst ist. Oh, wir können das jetzt entwickeln. Sponsor, Möglichkeit, 1,5, 400.000, nehme ich sogar an. Noch mehr Geld. So, Vertrag jetzt mit dem Scouting. Mitarbeiter, hier. Müssen wir jetzt noch eine Strafe zahlen? Ja, wir müssen noch eine Strafe zahlen. Ist natürlich schlecht, aber wir machen es. Wir zahlen die Strafe. Und zahlen richtig viel Kohle. Und ein neuer Rennmechaniker. Wir haben nur Frauen als Team. Gar nicht übel. Einziger Mann, den wir haben, ist halt Jebel als Fahrer. Okay. Dann Fahrzeugentwicklung für die nächste Saison. 12 Millionen konnten wir mal sparen. Haben damit 36 Millionen. So Rosini natürlich einen sehr, sehr starken Motor. Aber ich werde Scheinemann wählen. Warum soll ich Miss Holt wählen? Als Renault. Das ist eigentlich totaler Quatsch. Die kosten mir zu viel. Hat einen Grundmodifikator von plus 18. Was der genau bedeutet, weiß ich gar nicht. Aber wir nehmen mal die anderen Sachen. Ich nehme eigentlich immer die mittleren Sachen. Stark, mittel, dann nehmen wir doch mal hier das teure.
Und im Mittelmittel sind wir bei 17 Millionen. Wenn wir jetzt den Motor mit 12 Millionen noch draufpacken, sind wir bei 29 Millionen. Hätten wir noch knapp 5 Millionen. Hier hätten wir 10 Millionen und einen guten Grundfaktor. Letzte Saison hatten wir Steinmann. Was haben wir jetzt eigentlich ausgewählt alles? Ich glaube, alles ist gleich haben wir ausgewählt, oder? Nee, wir haben hier ein bisschen was anderes ausgewählt. War ein bisschen günstiger, 23 Millionen. Dann lassen wir es. Wir lassen Steinmann in unserem Auto. Wir haben damit 10 Millionen auf dem Konto. Können damit definitiv das Hauptquartier noch ein bisschen ausbauen. Die Frage ist, was bauen wir aus? Können wir irgendein komplett neues Gebäude bauen? Nein. Unser Hauptquartier ist auf Stufe 2. Mitarbeiterzentrum. Damit könnten sich die Fahrer verbessern, oder? Mitarbeiter, Chefingenieur und Fahrer können ihre Fitness und Konzentration verbessern. Das ist natürlich nicht übel für 7 Millionen. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Ich muss natürlich auch ein bisschen Geld haben. Hier kostet das uns auch 7 Millionen. Also wir werden nichts ausmachen. Wir werden definitiv nichts machen. So, Fahrerscouting haben wir jetzt zu Ende. Rufus. Autsch. Sehr, sehr starke Fahrerin. Will natürlich viel, viel Geld. 280.000 hätten wir nur noch auf dem Konto. Wir haben zurzeit mit ihr. Sie kriegt 225. 225 hätten wir. Wir hätten aber eine Fahrerin, die stärker wäre und natürlich auch ein bisschen mehr Gehalt will. Gleichzeitig hätten wir auch zwei Marktwert wäre der gleiche. Marktwert wäre definitiv der gleiche. Der Vertrag läuft bei ihr aus, von daher. Man kann sie mal im Hinterkopf behalten, genau wie wenn der Vertrag von ihr ausläuft. Beide Verträge laufen ja wieso bald aus? Von Neto und von Rufus. Rufus ist ja aber dann 31. So fährt Rufus in der World Motorsport, die wird definitiv nicht wechseln. Außer wenn wir da sind. Oliveira wechselt sofort dort. Zu Rosini. Nicht zu Rosini. Wir kriegen ja nur die Nachrichten von dem jeweiligen Team, wo wir sind. Wir werden weiterbauen. Komm, wir müssen ein gutes, starkes Auto haben. Reifenkompromiss. Wäre Reifenerwärmung gegen Reifenabnutzung. Reifenabnutzung wird diese Saison relativ wichtig sein, deswegen lassen wir es. Reifenabnutzung ist schon sehr, sehr gut. Also 2,5 Sterne, okay, ist nicht sonderlich gut wirklich, aber ist auch in Ordnung. Also unser Wagen war am Ende der Saison jetzt sehr, sehr gut. Wir haben irgendwas auf jeden Fall mit Sprit. Modelangebot angenommen. Perfekt. Nur 15 Monate, aber 10% ist immerhin was. Wird Makarova zurücktreten? Ja. Ist möglich, weiß ich. 2,5 Millionen und Brennwerk Platz 1. Das machen wir sogar. Geld haben wir ja dementsprechend. Heißt, wir haben jetzt hier einen Treibstoff. Ein gutes Auto, das sehr, sehr gut Treibstoff sparen sollte. Bald ist die Lackierung dran. Und ich habe, glaube ich, mal ein paar Folgen gesagt. Vor, glaube ich, vor 6 oder 8 Folgen habe ich mal gesagt, wie der Wagen diese Saison aussehen soll. Jebel kriegt einen Marktwert von... Ach so, Jebel Moral geht runter. Ja, aber Marktwert geht steigert. Brauche ich definitiv. Marktwert muss immer steigern. Geld haben. So, Lackierung. Und zwar, Grundfarbe wird weiterhin gelb sein. Vielleicht etwas helleres Gelb wäre nicht verkehrt. So, die Zweitfarbe wird jetzt blau sein. Oder andersrum, also auf jeden Fall blau. Vielleicht ein bisschen dunkleres Blau wäre vielleicht ein bisschen besser. Und der Rest bleibt, oder zweite Farbe ist dann schwarz. Jetzt müssen wir natürlich auch eine Lackierung finden, die eigentlich sehr, sehr ähnlich ist wie damals. Weil es ist definitiv das ehemalige Renault-Team. Ja, da wäre das Heck eigentlich nicht so schön. So, bei der 8.
Was haben wir hier noch für Lackierungen? Gibt's hier überhaupt irgendwas in der Art? Es ist ziemlich schwierig halt, also auch das ist wirklich das hier zu finden, was man haben will. Nee, aber was am nächsten kam, war glaube ich die 5. Kam am nächsten. Schwarz hinten, okay, lassen wir schwarz hinten. Schwarz Spoiler, ja. Kommt dem Renault von 2005, 2006 sehr, sehr nah. Oder, ja, müsste dem sehr, sehr nah kommen. So. Also ein bisschen farbige Legenda, Thornton eigentlich orange-grün. Aber davon sind wir komplett weg. Wir haben mittlerweile auf gelb-blau gewechselt. Mit ein bisschen schwarz. So, Finanzen ist es so, dass wir trotzdem 280.000 plus machen pro Rennen. Unsere Sponsoren laufen noch eine ganze Zeit. Unser Wagen ist auf Platz 4. Wow. Unsere Fahrer könnten sich verbessern, Hauptquartier auch ein bisschen verbessern. Mitarbeiter sind wir nicht mehr so gut. So. Deutliche bessere Sachen jetzt. Okay, was ich auf jeden Fall schon mal mache, ist die Verträge von der Box komplett jetzt schon mal verlängern. Damit wir die Leute nicht mehr verlieren. Weil die will ich jetzt wirklich auch behalten. Außer natürlich den einen Typen da unten. Den Brand, den will ich ja nicht behalten. Wow, da war ein Rennen dabei, kriegt einen Vertrag verlängert. Das ist mir aber sowas von Schnuppe jetzt gerade. Da müssen wir ein bisschen ändern, gerade. Weil die Leute sollen eigentlich jetzt nie nicht reparieren. Die sollen eigentlich eher Reifen wechseln. Also so ein paar Leute brauchen wir noch, definitiv. Boah, jetzt haben wir wieder so viele Leute hier. Aber eigentlich fast uns wieder zu viele. So, wir haben auf jeden Fall einen, der reparieren kann. Der wird auch direkt hier ins Team geholt. Genau wie der hier. Weil ich reparieren. Gerade die ersten Rennen sind sehr, sehr wichtig mit Reparieren. Und wir bräuchten einen besseren Heber. Den haben wir hier. Das heißt, wir haben definitiv jetzt ein sehr, sehr starkes Boxenteam. Das ist sozusagen fast das Beste. Gucken trotzdem, ob wir noch einen einstellen können. Naja, so gesehen nicht. Wir haben natürlich ein paar, die nachtanken, aber tanken haben wir jetzt nicht mehr. Deswegen brauchen wir immer so einen adäquaten Ersatz für Leute, die halt ausfallen. Er fliegt raus, dafür kommt er, das heißt, der Bock schafft noch länger, noch schneller. Wir hätten sogar noch einen, den wir schneller machen könnten. Haben wir noch einen besseren Heber? Weil reparieren ist super gut. Reifen wechseln ist auch super gut. Heben ist auch super gut. Aber halt nur vorne haben wir gute Heber. Hinten leider nicht. Habe ich gerade noch einen besseren gesehen? Ein 18er? 19er sogar. Zack, Boxer wird noch schneller. Okay. Die können sich immer in Ruhe ausruhen und dann die anderen ranlassen. 2,6 Sekunden, das ist, glaube ich, sehr, sehr schnell, was wir als Boxencrew haben. Fahrerwechsel, wir haben gar keinen Fahrerwechsel. Okay, der Wagen sollte jetzt bald fertig sein. 11 Tage vorher ist der Wagen gerade fertig. Was? Jevil entwirft Modo-Kollektion. Alter, der Typ macht gerade Werbung für sich. Das ist super gut. Schauen wir mal die Vorsaison-Tests, wo wir da landen. Ich hoffe mal, dass wir gut landen, irgendwo landen können überhaupt. Bisher sind unsere Fahrer nicht gerade gut gefahren und dümpeln auch Platz 15 rum und Platz 11. Okay, Vorsaison-Tests sagt nie was aus. In der echten Formel 1 war es ja auch jetzt so, dass da Mercedes und Red Bull so viel höher gepriesen worden sind als Ferrari. Und ja, Ferrari eigentlich die ersten beiden Rennen gewonnen hat. Jetzt durch ja, die Safety-Car-Phase. Das Rennen ein bisschen spannender wurde eigentlich, als es war. Eigentlich sollte. Durch den Undercut von Mercedes. Ja, es wäre relativ spannend am Ende geworden, aber... Ja, das müsste man halt genau sehen. So, wir werden noch einen Teil entwickeln. Und dann würde ich die Folge auch schon beenden. Wie gesagt, wir sind das viertstärkste Auto. Haben den stärksten Motor. Wir haben nicht die stärksten Bremsen, nicht die stärkste Aufhängung, auch nicht den stärksten Heckflügel. Dementsprechend werden wir sowieso erstmal auf Zuverlässigkeit gehen. Und die ist definitiv hier. Motor und Getriebe bei Jevil. Sehr, sehr wichtig. Ein bisschen Leistung. Was ist, wenn wir wechseln? 5 Tage sogar.
Leistung nehmen wir auch natürlich ein bisschen ran. Die können wir natürlich jetzt schon komplett hochballern. Bringt aber nichts. So, und dann würde ich auch sagen, Ziele. Wir wollen wieder Fünfter werden. Heißt, wir kriegen jetzt wieder 530.000. Haben wir, glaube ich, vorher auch bekommen. Aber wir werden es schon mal entwickeln und das ist sogar, was wir vor dem Rennen schaffen könnten. Aber wir gucken allgemein mal durch. Bevor ich wirklich 25, okay, wir haben da zumindest Glück. Und danach auch nochmal Glück. Jetzt können wir auf jeden Fall was entwickeln. Hier können wir entwickeln und wir können danach ein bisschen entwickeln. Dann Bremsen. Können wir nicht ganz entwickeln, können aber eine Zuverlässigkeit bauen und dann entwickeln. Sogar zweimal entwickeln. Also wir können viele Bremsen bauen. Frontflügel können wir in den roten Bereich verlassen. Und dann die Zuverlässigkeit auf 50 hochballern. Also Frontflügel sind wir wieder nicht so gut dabei. Das heißt, wir behalten eigentlich den Frontflügel, den wir jetzt haben und suchen uns eigentlich nur was Besseres. So, 25 auf Aufhängung ist sogar gar nicht so übel. Normale Aufhängung danach. Also Aufhängung können wir auch gut bauen schon. Und der Eckflügel können wir was bauen und danach noch mehr bauen. Okay, das erste, wo wir natürlich Nachholbedarf haben, ist eigentlich der Frontflügel und das Getriebe. Frontflügel könnten wir vor dem Rennen noch schaffen, aber nie im Leben einbauen. Deswegen werden wir direkt aufs Getriebe gehen. Da kriegen wir zwar nur 10 Punkte drauf gebucht, aber immerhin. Und da der ja, Wagen von der letzten Saison noch relativ stark hat, haben wir automatisch schon ein bisschen mehr Punkte als letzte Saison. Ja, nicht ganz. Wir hatten letztes Jahr ein bisschen mehr Punkte. Zumindest am Ende des letzten Getriebes warten. Dementsprechend zahlen wir 1 Million und bauen schon unser erstes Getriebe für die nächste Saison. Okay. Dementsprechend bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann in Singapur beim ersten Rennen der Saison dabei seid, wenn wir versuchen, uns wieder, ja, wenn es sogar gut aussieht, um den Titel zu fahren. Bis dahin. Ciao.